Ey, willkommen zurück. Ihr alten Liquidatoren zu Stalker Gamma. Heute wird es eine der letzten Folgen werden. Vermutlich die letzte, die ich von der Arbeit aufnehme. Ja, 12 Dienstjahre sind vorbei. Meine Zeit bei der Bundeswehr, die endet in 2-3 Tagen. Nein, da komm, dann musst du nochmal Stalker aufnehmen hier. Ich nehme zwar alles mit, nach Hause dann. Meine ganzen Gerätschaften und alles. Habe ich einen treuen Kameraden und Freund, der mich unterstützt. Und mich mit dem ganzen Zeug nach Hause bringt. Da, wo ich hingehöre. Und genau, deswegen, wie gesagt, die letzte Folge hier. Und nichtsdestotrotz wollen wir ja... Genau, Labor X8, sind wir gar nicht so weit weg. Da wollen wir jetzt hinsteuern. Es gab auch wieder ein Update, deswegen ist die Grafikmod nicht mehr aktiv. Bin ich der Meinung. Aber ich hatte jetzt keine Lust, das alles wieder einzustellen. Das ist echt ein bisschen anstrengend, ne? Wenn man jetzt Gamma updatet, ist alles wieder fort. Aber das werden wir wohl die eine Folge überleben, wenn ich zu Hause bin und mich wieder eingerichtet habe mit dem ganzen Zeug. Dann werde ich das irgendwann wieder herstellen. So, aber es ist ein paar ganz nette Sachen. Wir haben jetzt ein neues Munitions-Layout zum Auswählen. Ein paar coole Sachen sind auch dazu gekommen. Wir werden jetzt zum Beispiel hier questrelevante Sachen angezeigt. Ne? Hier, die soll ich basteln, die Dinger, die soll ich mitbringen. Fleisch soll ich sammeln, da sind jetzt überall so kleine Questmarker dran. Das finde ich echt praktisch. Also sonst wusste man ja manchmal nicht, oh, welchen Wodka, welches Fleisch, was soll ich sammeln. Schon eine sinnvolle Änderung. Mal gucken, ein, zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich musste ja erstmal kurz testen, ob alles noch funktioniert so. Ich hatte auch einen ganz wilden Start. Ich habe ja letztes Mal aus Versehen den Buchladen ausgerottet. Oh oh. Hier rennt da irgendwo ein Controller rum. Ja, ist Alarm ausgelöst bei den Jungs. Schrapnelle sind wieder. Уходи отсюда, мужик. Alter, ich hab den richtig schön. Warum hat der denn so einen krassen Einfluss auf uns? Alter, wo bin ich? Also die Viecher sind echt krass irgendwie, weil die... Ist ja gut jetzt, ich hab's doch verstanden. Oh, kacke, nein. Dann müssen wir das jetzt nochmal machen, Alter. Boah, die werden sich jetzt übel hart kloppen. Ich hätte mal speichern sollen. Aber die mir gerade erzählen. Wenn ich hier neu lade, den letzten Speicherstand, da stehen auf immer... Söldner mitten in dem Stützpunkt von den Stalkern drin und dann fangen die an, sich übel zu kloppen halt, logischerweise. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ja, Alter. Das ist, ah, sorry, ey. Oh, das wird das jetzt scheiße, Mann. Da habe ich nicht dran gedacht. Oh, Alter, das halte ich nicht aus, ne? Das war schon so eine Sache, hier die wichtigsten überleben zu lassen gerade. Und ey, Fnatic ist auch so ein Klotzkopf, ne? Wie oft der uns schon in die Schusslinie rennt ist und genau auf Kopfhöhe. Ist ja bestimmt schon das vierte Mal oder so. Und er fällt immer sofort um wie ein Sack Kartoffeln. Oh, da durch. Komm, komm, komm. Alter! Oh. Was ist, du weißt doch immer nicht, wer Sölder ist, wer nicht. Was ist ein Sölder? Oh. Das sind alles unsere Jungs.
hier auch noch einer drin? Ey, und die ihre Türen, ne? Da könnt ihr nicht die aufmachen. Oh ja, musste natürlich den anderen Stalker noch erwischen hier. Nee. Danja, komm hoch! Du schaffst das mit der Zeit. Mann, deswegen stummt man den wohl nicht alleine hier. Aber die Waffe haben wir schon. Ja, da war schön Zeug bei ihr habt hier. So, sorry, dass wir das jetzt nochmal machen mussten. Ich speichere jetzt, wenn ich alle gesammelt habe. So dämlich. Da. Fleisch in die Tasche. Wer sind Sie, Sir? Zack. Ah, guck mal, noch mehr von dem, was wir sammeln müssen. Oh, eine Flasche Wasser, richtig gut. Das ist sehr geil, dass wir speichern. Weil ich habe keine mehr. Und ich möchte jetzt nicht diese harten Metallflaschen mitschleppen. Okay, der hört wen anders. Ja, das lief mega. Sonst sind hier noch Leute gestorben. Aber die mal ausflippt mit den Türen, ne? Alter, ey. Und du kannst ohne schießen, denn, ne? Also, das erste Mal, als ich gekämpft habe, du konntest nicht anlegen. Du konntest auf keinen schießen, weil die immer nur auf und zu machen, als ob die dann keinen anderen Auftrag haben. Habe ich jetzt gespeichert? Kann ich das hier draußen machen? Ne. Ich bin ja in der falschen Basis hier. So. Jetzt aber los, Junge. Will ich die ganze Zeit verschwenden mit so einem Mist? Ja, diese Controller sind einfach bitter, weil die durch die Gebäude, also durch Hindernisse hindurch, dich ja auch beeinflussen. Du siehst ja irgendwann nicht mehr durch. Und was ich noch nicht so richtig verstanden habe, wann der Punkt auslöst oder wann sie die Fähigkeit einsetzen, dass man sich selbst erschießt halt. Am besten ist wirklich große Distanz irgendwie und dann. Was haben wir hier geladen? So mit dem Jacket. Mal gucken, der müsste. Vielleicht sieht man den ja schon. Der ist ja bestimmt wieder hier. Na, guck mal. Warum interessiert die Jungs nicht? Kann ich jetzt. Boah. Sorry, Jungs, ich bin alleine. Alter, wie macht er das? Und das ist so krass. Die spotten dich durch Büsche, durch alles hinweg. Meine Psyche, die mit dem Streich spielt. Alter, heftig. Ich höre es überall. Das ist so cool gemacht, ne? Ich feiere das jedes Mal. Alter, was ist da los? Was stimmt hier nicht im Privat? Ich hab vergessen, wie man Granaten schmeißt. Pseudogigant haben wir auch noch, klar. Ja, der Bart. Das müssen wir nochmal einladen. Ey, kannst ja nicht hingehen. Er wird die Ofer kloppen.
Shit. Меняю магазин. Genau. Эй, уёбок! Ну как там тебе? Печёт? Меняю магазин. Aufzuladen. Oh. Einfach nur mal das Spiel zu haben. Alter. Писа, ты понял, блядь? Они шибели, это ох. Крик на пана, Alter. Was ist denn los? In mein Gesicht. Hey, du Jobak! Ну как там тебе? Hab dich. Печёт? Ich glaub, so wild war noch nie. Пиздец, меняю магазин! Ich muss mal kurz einen Check machen. Also wir müssen ja leider sowieso nochmal spielen. Aber. Wow. Die haben hier. Nein, nee. Ist das heftig. Ach, der war schon. Das war der vom Hauptquest, der liegt hier noch rum. Ich dachte schon, ey. So, dann gab's hier jetzt einen gewaltigen Schwung Hunde, ja? Ein Lurker? Noch mehr Hunde. Controller. So, jetzt wir hier ne. Schaut euch das doch mal bitte an. Hier sind drei Controller rumgerannt. Drei Stück. Sorry, Alter. Das ist echt krank. Vier. Wir haben gegen vier Controller gekämpft. Und gestorben sind die Jungs eigentlich durch den Pseudo-Giganten. Oh shit. Ey, da können wir doch nicht lang gehen. Ich weiß nicht, hat die Zone sich jetzt das alles aufgespart, weil ich jetzt eine Weile nicht gespielt habe, oder? Boah, ist das ein wilder Shit. Komm, ich nehme zurecht gerade, ne? Das hat die Juliane interessiert, dass ich den permanent in die Sicht geschossen habe. Entweder wir laufen jetzt einen Bogen oder wir versuchen das zu schaffen, aber schaffen sieht bitter aus. Da habe ich jetzt nicht so das Gefühl zu. Aber die werden es ja kurz oder lang sowieso irgendwie über den Weg laufen. Wir müssen ja. Das kommt ja alles von hier, ne? Das steht ja alles hier irgendwo rum. Wir können jetzt hier die Straße mal hochlaufen, hier am Block vorbei. Mal gucken, ob wir die was einsehen können. Naja, das wird zum selben Ergebnis führen. Vier Schnorks, Pseudo-Gigant, vier Controller, Lurker, fünf Hunde. Ey. Was ist mit dem Spiel los? Da haben wir eigentlich was noch vom Blutsauger gefehlt. Aber so Bohrer hätte man da auch noch zwischenklemmen können eigentlich. Hätte die Sache jetzt nicht wesentlich schlimmer gemacht. Sorry. Ah, da ist richtig. Guck dir mal die Affen da an! Feuer, Leute! Feuer!
3 haben wir. Das macht schon mal viel einfacher. Ich will ja auch den Loot haben. Das sind ja ganz krasse Viecher. Na, jetzt renn da nicht alleine hin. Oh! Wer? Wo? Komm. Kann ich nicht sehen. Jetzt haben wir ihn. Oh, das sieht, dass man wenigstens einmal überstehen darf. Schnorks. Ah ne, meine Psyche ist schon wieder am Arsch. Und dann kommen sie irgendwann mal wirklich. Weil die haben mit den Updates den Schwierigkeitsgrad angezogen. So, mein. Kurz einen Joint roben hier. Ja, genau. Und jetzt habt ihr nämlich keine Teile bei. Das, ah, wie geht hasse. Ach, das mal waren es so ja 5. Entspannte 5. Ihr seid so eine Penner, Alter. So, den Giganten habe ich aber trotzdem gesehen. Dann kommt die Fractured. Schön geschossen. Ich habe übrigens festgestellt, dass Hip die Waffe hat, die ich die ganze Zeit haben möchte. Und zwar diese 12-Schuss-Seiger. Oh, leck, man sagt. So, laden und wegpumpen, Leute. Feuer. Ja, wir haben fast. Keine Stampfattacke. Jetzt kommen die Wildschweine. Das ist wirklich heftig. Genau, ja. Das verstehe ich immer nicht. Das finde ich so assi. Wurden, als es dann egal war und du die Teile, also dann plünderst, da sind die voll gesteckt mit Zeug, ne? Und kaum schaffst du das ohne Verluste. Wir haben keine Körperteile. Ah, die waren schon vorher hier. Bruder, er war aber ein gut genährter. Also wir müssen hier mal einen Finger ziehen, dass wir da wenigstens ankommen. Und dann werden wir da abgeknallt. 34 Schuss sind jeder noch. So, dann dürfen wir hier jetzt auf panzerbrechend umsteigen. Und ich sehe den so ein bisschen kommen. Wenn wir dieses Labor gesäubert haben, die Mission abgeschlossen, dann muss ich mich, ich weiß nicht, ob wir das zusammen machen wollen. Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wäre ganz hilfreich. Ob wir denn, ich muss nochmal zurück, nehme ich an, ne? Ich will nochmal diese Seiger reparieren, also für mich ausrüsten. Diese ganzen Making-Kits vielleicht noch eine Werkbank mit hertransportieren und so. Und natürlich dann so die Quests, die wir da noch haben, abgeben. Ich habe dann nicht so oft vor, hier hin und her zu deichseln noch. Wir werden ja die Hauptquest, denke ich, ja mal bald irgendwie abgeschlossen haben. Dass ich so die nötigsten Sachen noch hierher bringe. So, wir sind jetzt da. Ich weiß, hier musste ich schon mal kämpfen, weil ich aus Versehen hier abgesetzt wurde. Das ist der Monolith-Mechaniker hier, glaube ich. Meine Leute zeigen noch keinen Stress an. Bracer. Ja, gucken, ob wir den Eingang finden. Über den Fahrstuhlschacht? So simpel?
Erstmal vielleicht. Ein Campfire wäre nice, ne? Oder halt der Übergang. Das ist ja auch so ein richtig spannendes, eingerichtetes Gebäude hier. Oh. Geil, das mir? Ja, definitiv. Da. Scheiß Söldner. Falsche Munition. Nee, doch nicht. Ist noch drin. Genau. Wie lange er das Ding durch... Also da brauchen wir doch nochmal was anderes. Wollt ihr gerade umkippen und ist einfach weiter gerannt? Oh scheiße, ich komm näher. Hin? Oh. Leute, seid ihr bei mir? Ihr könnt mitspielen. Kein Problem. Doch Plätze frei. Das heißt nicht, dass ihr mir rausschieben müsst. Alter. Wie geht ihr denn hin? Meine Munition ja fast aus sein für das Ding. Und alle? Ey, das ist echt heftig. Also, was die einen hier entgegenschmeißen, das sind ja alles Meister. Ich glaube, einer war sogar Legende, oder? Und den kannst du hier in diesen Löchern nirgends speichern. Ganzen guten Zeug. Ich bin gleich wieder hart überladen. Ah, eine Vektor-Eik. Das hat sehr gehört, dies. Also langsam komme ich da wirklich rein. Kannst du wieder haben, deine Vektor-Eik. Aus Versehen eingesteckt. Ja. Jetzt zeig's eigentlich steckt. So, dann ist noch einer hier. Ach stimmt, wir haben ja. Hey Mensch, wir haben ja unseren besten PDA mittlerweile. Oh, eine Annäherungsmine. Den abbauen hier. Vielleicht, steckt die mal ein, ich geb die mal, nicht, dass es jetzt einen Unterschied macht. Sie schleppt ja schon unser... Sie hat sie komplett runtergerockt. Смотреть в оба. Das macht schon Sinn, ihn mit einer... Der hat eine Vektor hier, ja. Ist schön, dass ihr... Будет на готове. Ihr seid klasse. Du bist eigentlich auch geil ausgestattet, ne? Ach, dann hauen wir das Ding weg hier. Scheiß drauf. Wie geht's hier raus? Drop! So. Jetzt möchte ich gerne mit euch wenigstens nur den Einjang finden. Mann, ey. Tut mir leid, dass ich mir immer mit so viel Scheiß aufhalte. Aber das ist ja jetzt so ohne so, dass man die hätte einfach ignorieren können.
Und wenn man sie dann schon erschossen hat, dann möchte man sie natürlich plündern. Gibt's denn hier irgendwie einen Hinweis? Sagt hier einer was? Top Secret Information, eine Zone, finde Dokumente und bringen sie zu Strelok. Ey, haha, da haben wir erstmal Rinfin, Freunde. So, jetzt hätte ich gedacht, ich kann vielleicht durch ein oberes Stockwerk in den Lift fallen oder so. Also hier bin ich jetzt echt raus. Nee, er sagt, ich muss das unten finden. Das sagt mir massiv der gelbe Pfeil. So, ja, irgendwie hätte ich gedacht, ich kann dann hier durchschlüpfen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie erst hoch muss. Ich kann ja nicht sehen, dass man hier was reparieren muss oder so. Strom wiederherstellen. Ich glaube, hier kann man jetzt nicht verpassen, in dem Gebäude so an sich. Alter! Fuck off! Hey, уёбок! Ну как там тебе? Печет? Прикройте! Hilfe! Oh! Leute, wo seid ihr? Oh, da ist einer weggeflogen. Oh. Oh. Alter. Ah, hab ich mir angeschissen. Wo kommt die denn auf immer her? Mit diesem Spiel los, ey. Und ich kann nicht speichern. Oder habe ich einen Daddy-Token? Was? Shift und F5. Ich schiffe doch. Ich habe das letzte Mal ein bisschen übersehen, aber es steht doch nicht hier. Verreck hier gleich richtig Reudi. Und dann spielt den ganzen Quatsch wieder nach. Boah, was ist mit ihm nicht richtig? Меняю магазин! Warum ist denn hier auch gerade so unheimlich im Smена магазина. Враги ликвидировать! Alter, ist das euer Ernst, dass ihr jetzt einfach hier spawnt, Mann? Das doch nicht, da muss ich wieder! Penner, Alter. Ja, ist noch mehr los, oder? Wo muss ein Hip die Einzige, die es schafft, mir hier zu unterstützen? Mir echt viel vor wie bei Marauders oder bei Tarkov. Boah, Bruder. Stahl wollte nehmen gerne mit. Boah. Ein dicker Suppressor aufgeschraubt hier. Ich werde hier bestimmt gleich so richtig stumpf erschossen, weil ich hier in irgendeiner Tasche rumwühle und dann tauchen sie wieder vor mir auf. Und wenn ich im Gebäude aufgeräumt habe, dann tauchen sie wieder draußen auf.
Ah, und noch eine Änderung. Ist das, wenn man jetzt halt Sachen, die mehrere Verwendungen haben. Ja, zum Beispiel Kleber und so Quatsch alles. Das schiebt er jetzt auch alles automatisch aufeinander. Man muss das nicht mehr selbst zusammenstapeln. Das macht er automatisch. Das ist auch cool. Hat man dann automatisch, ist erstmal ein bisschen aufgeräumter. Und dadurch dann auch mehr Übersicht. Oh! Leute, Reaktion! Könnt ihr vorgehen? Ihr müsstet doch auch merken, Mann. Ich will so gerne speichern. Ah, jetzt! Oh, geil! Ich kümmere euch aber auch um Scheiß irgendwie, ne? Ich hab ihn gesehen, definitiv. Oh! Ich den jetzt noch ihn ab. Meine Beine sind im Arsch. Да сдохни ты там уже, пидор! Ja, ich glaube, wir machen das richtig, ja. Das wäre hier nicht ständig so ein Mist auf Lauf. Oh. Und ich brauche unbedingt irgendeine Waffe, die hier 5, was ist das? Für ein Kaliber. Wo sind die jetzt hingewandert, Alter? Hier. 5,45. Verschießt, davon habe ich auch echt eine Menge. Meine Beine. Muss ich mal erstmal verdüdeln. Was heilt Bena am besten? Legs. Alter, ihr habt 23 mal Ibuprofen? Seit wann denn? Aber was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist hier dem Frieden trauen. Unsere Leute interessiert das ja nicht, ob die hier rumstehen. Okay, so, hier sind wir hochgekommen. Dich habe ich auseinandergenommen, ne? Oh, den da hinten haben wir noch nicht. Dann werden wir oben von dieser komischen Elektroanomalie weggebrutzelt. Dann ist es wieder so ruhig hier, ne? Die Folge ist bestimmt schon 20 Jahre lang. Knot hier rum. Hier ist bestimmt wieder ein Triggerpunkt. Oh, nee. Ah, hier. Das sieht gut aus. Den wirklich aktivieren. Krass. Also ich weiß nicht, ob das im Original so war, aber... Hier oben ist Alarm. Aber da muss ich jetzt nicht, hin. So, was passiert jetzt? Jetzt sieht unten die Tür auf.
Jetzt echt den Ernsten, müsste ich hier wieder runterlaufen. Dann wissen wir doch schon, wie das weitergeht hier. Monolita. Oh, ein Herd. Hier ist offen, hier kommen wir natürlich nicht durch. Boah, genau, Leute. Macht's doch unfairer. Fuck. Boah. Hört auf mit dem Quatsch. Da brichst du jetzt quasi mal die Beine, wenn du das versuchst. Beschiss, dass das Spiel hier einfach wieder Leute hin platziert. Oh, jetzt hängt mir verloren. Nein, nein. So, unterste Ebene. So. Das haben wir. Alter, boah, Leute, ey. Sorry, das war jetzt echt eine wilde Folge. Entschuldigung, weil wir den Anfang wieder wiederholen mussten. Boah. Ein Widerstand. Nur um hier in dieses Labor zu kommen. Krass, ey, die zieht echt an, ne? Aber macht ja Sinn, das ist ja cool. Ja, wir sind kurz vorm Kraftwerk. Da treibt sie halt nur der Hardcore-Shit rum, ja. Bin gespannt, was sie uns jetzt in dem Labor entgegenschmeißen. Ah ja, so doch. So ein bisschen Erinnerung, jetzt wo ich das Bild sehe. Das war auch so übelst verwinkelt und so viele vertikale Ebenen, wenn ich mir recht entsinne. So ganz eigenartig. Viele Bohrer, glaube ich. Hier geht schon die Post ab. Leute, ich setze hier nochmal ein Safe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Stalker Gamma wieder. Ich bedanke mich, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid, die bis zum Ende geschafft haben. Und die nächste Folge dann von zu Hause aufgenommen. Haut drin, ihr habt euch wohl.